So, da sind wir wieder bei einer neuen Aufnahmesession von Mass Effect 3. Wir befassen uns gerade mit den Geth und den Quarianern. Und ich glaube, haben wir schon mit Admiral Rahn geredet? Doch, haben wir ja schon, genau. Auf der Brücke haben wir schon allen geredet. Aber wir müssen noch mit einigen anderen Leuten reden. Und da geht's da hinten raus. Kelly, die haben wir, glaube ich, noch nicht geredet. Ich habe nichts Neues über diese Reaper-Basis gehört. Hoffentlich geben sie uns bald ein Ziel. Ja, was ist deine Geschichte, Telly? Wie verließt du dich außerhalb der Verbannung oder nach der Verbannung? Wie sind sie wieder zu ihrer Flotte gekommen, Tali? Zu Beginn des Kriegs bat der Admiralitätsrat um meine Hilfe. Ich hatte zuletzt mehr Kontakt mit den Geth als die meisten anderen meines Volkes. Sie boten an, mein Exil aufzuheben, wenn ich bei der Rückeroberung der Heimatwelt helfe. Gut, das ist natürlich schon verlockend, aber ich hatte eigentlich gehofft, dass Telly trotzdem weitsichtiger ist und sich diesen irren Plan nicht beugt. Wie hat der Krieg gegen die Geth eigentlich angefangen? Admiral Zenn hat eine Gegenmaßnahme gegen die aktiven Scans der Geth entwickelt. Sie ähnelt einer Blendgranate und hat die Geth-Schiffe im Kampf sehr effektiv außer Gefecht gesetzt. Meine Flotte musste die Gelegenheit nutzen und griff an. Das klingt ja nützlich, ja. Hilft das auch gegen die Reaper? Es funktioniert nur gegen die Geth. Leider. Schade. Ihre KI ermöglicht den Einsatz extrem detaillierter Laderpings. Zens Gegenmaßnahme überschüttet sie mit Datenmüll. Und jetzt ist sie nutzlos, weil die Reaper ihre Rechenleistung erhöht haben. Vielleicht können wir ja den Datenmüll ein bisschen erhöhen. Und wie fühlst du dich, wenn du das zurück bei den Quarianern bist? Wie ist es zurück in der Flotte? Es ist besser als das Exil. Ich weiß, sie haben mich nur zurückgeholt, damit ich ihnen helfe, aber ich will nur, dass wir das hier lebend überstehen. Alles andere kann warten. Kommen Sie mit mir? Warum nicht? Wenn das hier vorbei ist, könnte ich Ihre Hilfe gebrauchen. Nein, Shepard. Wenn wir das hier überleben, haben wir eine Heimatwelt. Mein Volk braucht mich. Sie helfen Ihrer Heimatwelt, wenn Sie die Reaper bekämpfen. Das stimmt. Ich weiß nicht. Wie gesagt, so weit denke ich noch nicht voraus. Okay, dann mache ich das für dich. Wir reden später, Tali. Für ein privates Gespräch können Sie mich in Ihre Kabine rufen. Ich meine... Nein, ich lasse mal sein. Gut. Ich weiß, dass wir Verbündete brauchen, aber es ist unbefriedigend, nur gegen Geth zu kämpfen, wenn doch die Reaper schon die halbe Galaxie erobert haben. Ohne die Flotte verlieren wir unsere Versorgungslinien. Und wer die verliert, kann auch den Krieg vergessen. Und wieder ein Eindruck von der Crew. Lass mich raten, wir haben 100 neue Nachrichten. Wir haben Berichte über Probleme bei einem turianischen Treibstoffdepot auf Sion. Ich habe die Galaxiekarte bereits aktualisiert. Das ist nett von dir, dankeschön. Ich werde mal ganz kurz erstmal gleich mit Telly in meiner Kabine reden, weil sie hat mir gerade angeboten und ich vergesse das jetzt gleich wieder. Wie ich halt so drauf bin. Reden wir kurz ein altes Kira-Gespräch. Genau. Gut, das war jetzt ein bisschen absurd. Dann füttern wir die Fische. Sowas vergessen wir in der Regel ja auch nie. Und rufen Telly mal ran. Tali. Wenn Sie raufkommen möchten. Ich bin gleich da. Danke für die Einladung. Ich konnte vor Rahn nicht freisprechen. Alles okay? Nein. Nein, überhaupt nicht. Verantwortung für 17 Millionen. Und ich weiß nicht, ob ich sie retten kann. Es ist nicht Ihre Verantwortung, oder? Es wird Verluste geben. Akzeptieren Sie das. Das stimmt, das ist eigentlich eine gute Entscheidung. Selbst bei einem Sieg über die Geth verlieren sie weitere Schiffe. Seien Sie darauf gefasst. Mein Vater sagte, ein Commander betrauert Verluste, nicht Personen. Er konnte Entscheidungen, bei denen es um die ganze Flotte ging, nur dann treffen, wenn er Distanz zu den Leuten hatte. Vielleicht wäre es besser, nur eine Exilantin zu sein, die sowieso niemand hört. Es tut trotzdem weh. Ich war zu schnell bereit, mich für das Wohl der Flotte zu opfern. Das muss aufhören. Viel Glück. Ich muss zurück, bevor die Admirals wieder Probleme kriegen. Wir reden später weiter. Das war ein verdammt kurzes Gespräch. Plus zwei Rufen wahrscheinlich. Minus 80 oder plus 80 für Verrat. Irgendwas habe ich gerade auf der Krankenstation freigeschaltet bekommen. Wahrscheinlich ihre Kraft. Und ich kann, wie ich gerade las, Ellas einladen. Trainer, schicken Sie Diana rauf. Sie wollte ein Interview. Kann ich hier jeden Einzelnen erstmal jetzt hier rauf zitieren? Guten Tag, Commander. Gut, dann machen wir das Bereits Interview noch. Bereits am Gespräch, Commander? Ich bin bereit. Ich bin gespannt.
Commander, es ist kein Geheimnis, dass der Ratssektor in letzter Zeit große Verluste durch die Reaper erlitten hat. Und nun hat Cerberus unseren Regierungssitz direkt angegriffen. Wenn eine kleine Terrororganisation die Citadel angreifen kann, gibt es da noch einen sicheren Ort? Sie haben es versucht, sind aber trotzdem gescheitert, das stimmt. Infiltratoren sind überall. Ja, so eine Panik will ich nicht gleich verbreiten, weil dann sinkt das Vertrauen massiv. Deswegen sage ich, sie haben es versucht, sind aber gescheitert. Cerberus hat begrenzte Ressourcen. Dieser Putschversuch war alles, was sie konnten. Und er hat sie viel Geld und Truppen gekostet. Angst ist verständlich, aber sie darf einen nicht lähmen. Ihre Misserfolge sind ebenso zahlreich wie ihre Erfolge. Aber die Menschheit hat ihren Ratsherrn verloren. Das Allianzparlament ist zerstört und der Premierminister ist tot. Es wird bald keine Nachfolger mehr geben. Wie lange kann Ihrer Meinung nach eine neue Allianzregierung halten? Verlieren Sie den Glauben nicht oder das Interview ist beendet? Nein, das Interview ist nicht beendet, weil das wär zu offensichtlich. Es wird Anführer geben, keine Sorge. Unser Feind ruht nicht, solange noch ein Mensch am Leben ist. Bis dahin sind wir nicht besiegt. Jetzt hat jeder die Pflicht, sich zu erheben. Also gut. Und nun eine Frage von Tessia. Commander, während Ihres Tribunals hieß es, Sie hätten Verbindungen zu Cerberus. Danke für Ihre Zeit, Commander. What? Ich bin Diana Ellis für Battlespace. Gute Nacht und bleiben Sie stark. Danke, dass ich die Frage nicht beantworten durfte. Commander, wenn das so weitergeht, folge ich Ihnen bis nach Hause. Nein, lasst mich in Ruhe. Mein Gott, bleibt meinem Bett fern. Damit habe ich kein Problem. Lassen Sie uns professionell bleiben, ja genau. Ich hielt es für besser, wenn wir vor der Kamera bleiben würden. Oh, dachten Sie etwa... Ach ja, ich und mein großes Mundwerk. Ja, ja. Ich gehe besser, bevor ich noch ein falsches Signal sende. Man sieht sich, Commander. Ja, tschüss. Ich finde den Reißverschluss interessant, der durch ihre Kimme läuft, aber ist egal. Wir haben einen weiteren Kriegsaktivposten. Wer denn noch? Ja, ich weiß, ich kann wahrscheinlich alle Leute hier hinrufen, mache ich es erstmal nicht. Wir haben einen weiteren Kriegsaktivposten freigeschaltet, irgendwie die 103. Flotte oder sowas, habe ich es richtig gelesen, ich denke. Crewdeck, genau. Ich würde mal ganz gerne wieder mit Liara reden, wenn sie denn hier gesprächsbereit ist. Und danach gehe ich noch in den Maschinenraum und danach geht's halt weiter in den Weltraum. Joker, wirklich. Ich muss arbeiten. Ach kommen Sie, ist doch nur eine einfache Frage. Dann sehen Sie im Extranet nach. Man darf nicht alles glauben, was da drin steht. Es ist verlässlicher, wenn man eine freundliche Asari fragt. Ich sag Ihnen aber nicht, ob meine Haartentakel sich bewegen. Gut. Verweigern Sie mir die Antwort, nach der ich seit Jahren suche. Sie wissen schon, dass unser Leben in diesem Krieg jederzeit zu Ende sein kann? Joker, wirklich. Ich muss arbeiten. Ja, dann unterstütze ich Sie halt. Müssen Sie nicht ein Schiff fliegen, Joker? Schon gut, war doch nur eine Frage. Danke. Eine Erpressung hätte ich Edi schwer erklären können. Okay. Kann man mit dir reden? Bereit für die nächste Mission? Man kann nicht mit dir reden, ich verstehe. Habe ich neue Upgrades? Waffen-Upgrade-Kit? Ich kann entweder die Munitionskapazität erhöhen oder den Waffenschaden. Ich nehme den Waffenschaden natürlich. Schließen. Sehr schön. Und dann nochmal Shadowbroker Terminal, wenn wir schon mal hier sind. Und da haben wir noch eine einzige Nachricht. Schmugglerunterlagen Jungsis System oder Junges System. Agent Maron hat Unterlagen von Schmugglern über einen Frachter der Athabasca-Klasse an die Behörden im Jungsis System geschickt. Liste folgt. 8000 Tonnen Nahrungsmittel auf Basis von Dextroaminosäuren, 16.000 Tonnen Nahrungsmittel auf Basis von Levoaminosäuren, 200.000 Tonnen Platin, gestempelte Barren, 12 Allianzjäger inaktiv oder unteren Deck eingemottet, 12 Abfangjäger der Hierarchie, inaktiv und im unteren Deck eingemottet, 300 Zwangsarbeiter, Sklaven von Karshan, die beim Versuch, den Reaper zu entkommen, wieder eingefangen wurden, vornehmlich Batrianer. Die Behörden werden den Frachter in 2 Stunden aufbringen. Auf Ersuchen des Brokers hat sich die Regierung von Jungis bereit erklärt, den Sklaven Asyl zu gewähren und im Austausch für künftige Gefallen das Bürgerrecht zu geben. Ach ja, guck mal. Wirklich nicht mit dir reden? Bereit für die nächste Mission? Mann. Dann halt nicht. Dann gehen wir nochmal runter. Warte mal, sind die hier auf der Karte vielleicht? Caden ist hier. Ja, später. Ich gehe mal runter ins Maschinendeck. Fahrstuhl ist hier, genau. Maschinendeck. Nee, Quatsch, Shuttlebucht wollte ich eigentlich. Entschuldigung, Shuttlebucht. Ich habe den M35 Marco immer geliebt. Der hat Herz, wissen Sie.
Ach, was? Der M44 Hammer ist ihm weit überlegen. Ja, aber langweilig. Blödsinn, das Ding ist doch aus Seidenpapier. Der Marco kann wenigstens ein paar Treffer einstecken. Das muss er auch. Das Ding ist so manövrierbar wie ein besoffenes Nashorn. Das stimmt allerdings, ja. Eher wie ein Bulle, der tagelang voranstürmen kann. Und sich dann überschlägt. Aber auch nur wegen seiner dämlichen vertikalen Masseneffektfelder. Springen oder stecken bleiben. Kein Tempo, keine Bewegung zur Seite. Ja, ich würde gerne selbst unterstützen. Wer muss sich mit so einem Geschütz schon bewegen? Wenn Sie das wollen, können Sie doch gleich den alten M29 Grizzly nehmen. Ey, ich liebe diesen Panzer. Dass Sie kuschelige Bären mögen, passt ganz vortrefflich zu Ihnen, Mr. Vega. Schönes Gespräch. Was ist daran so lustig? James! Hey, Shepard. Ich habe gehört, Sie hatten da drüben ein Wahnsinnsabenteuer. Könnte man so sagen. Schade, dass ich's verpasst habe. Und dieser Geth, Legion? Ich weiß, Sie kennen sich, aber sind Sie sicher, dass wir diesem Ding vertrauen können? Ja, absolut. Na, absolut vielleicht nicht. Ich sag wirklich mal hoffentlich, weil so absolut kann man ihm vielleicht nicht vertrauen. Ich hoffe das Beste, aber ich werde ihn unter Beobachtung halten. Dann sind wir schon zwei. Man kann wohl nicht jedes Individuum nach seiner Spezies beurteilen. Sehen Sie sich Sparks an. Wenn alle Quarianer so wären wie Sie, müssten wir nicht bei Ihrem Krieg gegen die Geth-Schiedsrichter spielen. Sparks? Ja, Ihre quarianische Freundin. Die Nervöse mit den funkelnden Augen. Sparks. Ach, die? Ein blöder Zeitpunkt, um Streit anzufangen. Aber wenn das Ende von allem, was wir kennen, heranrückt, darf wohl jeder ein bisschen loco sein. Nur ein bisschen? Ey, nicht jeder ist so verrückt wie Sie, Sir. Ja, freut mich doch. Noch was? Ich verstehe die Quarianer nicht. Wirklich, ich verstehe sie einfach nicht. Vielleicht, weil du ihre Gesichter nie siehst. Waffen-Upgrades benutzen? Ja, nee. Nachschub-Interface benutzen? Ja, nee. Hier vorbeigehen? Ja, nee. Trotzdem würde ich ganz gerne vorbeigehen. Hey. Commander, sind Sie wirklich mit diesem Geth-Jäger aus dem Schlachtschiff rausgeflogen? Eigentlich saß Legion am Steuer. Ich war mit meiner Gruppe in einem Frachtraum eingepfercht. Ich hätte gern mehr Zeit auf dem Schiff verbracht. Wirklich schade, dass es so schnell zu Hacketts Team geschickt wurde. Ja. Wenn Sie das nächste Mal ein Kloster hochjagen, sagen Sie bitte Bescheid, dass Sie das Gelände verlassen haben, okay? Ich muss nämlich wissen, ob ich meinen Commander in einem Stück aufsammle oder nur noch in Fetzen. Ja, klingt fair. Nur noch ein Diagnosedurchlauf. Okay. Und ich werde tatsächlich mal einen kleinen Wunsch nachgehen. Und zwar... Gut, damit wir die beiden Panzerungen haben, nehmen wir wohl das. Material, was haben wir denn hier? Natürlich gehe ich hier einzig allein nach dem Aussehen. Nee, nicht wirklich. Aber da sich die Werte auch nicht ändern, ist glaube ich ziemlich egal. Also ist wahrscheinlich drunter irgendwie, ist egal. Muster. Nein. Ja, was für ein unterschiedliches Muster. Das Rot finde ich schon ganz nett, muss ich sagen. Würde ich dabei bleiben? Musterfarbe? Oh yeah. Farbe allgemein? Oh yeah. Na, das wird doch schön. Und Lichter. Natürlich, wenn wir Lichter haben, dann natürlich müssen die auch rosa sein. So. Ihr wollt es ja so, ihr wollt mal andere Rüstung mal haben, wie es mal kurz. Sollt ihr bekommen. Oh Gott, ist das furchtbar. Todesmaske in rosa. Nee, das nicht. Das geht gar nicht. Das ist auch furchtbar. Nein. Das sieht ein bisschen aus wie einer von den, wie heißt die von Cerberus, muss ich sagen. Das ist so ein bisschen 80er Jahre, wie man sich die Zukunft vorgestellt hat. Nee, nehmen wir mal das. Das sieht nämlich echt Panne aus. Noch irgendwas? Freizeitkleidung? Nee. Gut, dann speichern wir zurück. Und dann bin ich mal auf die nächste Mission gespannt, die wir jetzt in dieser fantastischen Rüstung angehen werden. Hoch ins Kampfinformationszentrum. Ich habe neue Nachrichten in meinem Terminal, die muss ich sofort lesen. 1. Das Heilmittel.
Von Malin Heplorn. Commander Shepard, ich habe gerade erfahren, dass Sie die Genophage heilt haben, dass einige der Frauen aus meinen Experimenten daran beteiligt waren. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, was für ein großartiges Gefühl das ist. Keine Stunde ist bisher vergangen, in der ich nicht über die Ereignisse auf Tuchanka nachgedacht und mich gefragt habe, ob mein Handeln richtig war. Diese Nachricht nun rückt all den Schmerz, den meine Experimente verursacht haben, ein neues Licht. Ich hoffe, die Frauen eines Tages wiederzutreffen und sie um Verzeihung bitten zu können. Nachdem sie Dr. Sobus überzeugt hatten, mich zu verschonen, habe ich seinen Rat befolgt und eine Klinik auf Omega eröffnet. Ich dachte, das würde helfen, alles wieder gut zu machen, was ich angerichtet hatte. Aber ich musste wieder weg, als der Warlock-Clan von meinem Aufenthalt erfuhr und einen Preis auf meinen Kopf aussetzte, weil es mir nicht gelungen war, ein Heilmittel zu liefern. Vielleicht lassen Sie mich jetzt in Ruhe. Damit haben Sie mir dann wohl zum zweiten Mal das Leben gerettet, Commander. In aufrichtiger Dankbarkeit, Malin Heplorn. Zur Erklärung, Malin Heplorn war der Assistent von Dr. Mordin Solus, den ich ja auch letztes Mal verloren habe in den letzten Mass Effect Let's Play. Und hat Dr. Mordin Solus dabei geholfen, die Genophage zu entwickeln. Allerdings hat er dann, im Gegensatz zu Solus, direkt versucht, irgendwie durch Experimente, auch ethisch sehr, sehr fragwürdige Experimente, die Genophage wieder zu heilen. Und war deswegen relativ schweren Gewissenskonflikten unterworfen. Solus wollte ihn daraufhin töten, wir haben das verhindert. Also er wollte ihn töten wegen der Experimente, wir haben das verhindert und jetzt ist er jetzt hier und hat uns diese Nachricht geschrieben. Das nochmal so zur Erklärung. Ich glaube, es haut so alles hin. Alles gut, kann ich jetzt weitermachen? Verfreut mich. Plopp. So, Geth-Trümmerfeld, das hat man jetzt schon, genau. Was ist das? Die Migrantenflotte, ach so. Kann ich eigentlich scannen? Ich kann hier scannen, bringt mir aber nicht viel. Na gut. Gibt es hier noch andere Sektoren? Außer Tikkun? Einmal rausfliegen? Nein, gibt es nicht. Wenn die Norm in die Gegend unsichtbare Barriere knallt, dann gibt es auch mal keine anderen Sektoren. Ich verstehe. Gut, dann fliegen wir halt wieder ins Massenportal. Plopp. Den Admiral retten und den Geth-Server abschalten. Ja, das werde ich tun, aber vorerst oder vorab muss ich noch was anderes tun. Habe ich nicht noch irgendwie fehlende Prozente, hartes Gamma. Fliegt da mal ganz kurz mal hin. Ich hätte gerade wieder eine Mission abgeschlossen, das heißt, ich kann es wieder ein bisschen scannen. Busch. Fliegen wir doch mal nach Farinata, weil es einfach so schön klingt. So feurig. Plutus haben wir schon abgescannt, Dis noch nicht, Karkus auch nicht und Farinata ist wahrscheinlich am weitesten weg. Natürlich ist Farinata am weitesten weg, obwohl Dis ist auch relativ weit weg. Komm. Komm. Jo, System anfliegen. So, mal gucken. Planet Nummer 1. Nichts. Planet Nummer 2. Ich habe etwas gefunden. Alle! Alle! Untersuchen! Danke. Muss weg! Reaper umgangen. Ja, aber ich weiß zumindest, wo der andere Kriegsaktivposten ist. Das ist schon ganz schön. Fliegen weiter nach Dies. So. Komm. Komm. Da kommt ein Stückchen noch. Es kommt ja gerne rein. Gut auch. Nein! Verklickt. Entschuldigung. Ich hoffe, ich finde hier Treibstoff. Das wäre echt ganz günstig. Und Treibstoff befindet sich immer irgendwo im Raum. Also ich scanne mal hier. Da. Und dort. Signal bestätigt. Dort. Untersuchen. Oh, 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 oh. Ich bin trotzdem so gut wie tot. Tut mir leid, das war natürlich dumm von mir. Wahrscheinlich ist irgendwelche. Warte mal, hier war er. Signal bestätigt. Das Treibstoffdepot, das nehme ich kurz mit. Die 200 Einheiten brauche ich nämlich auf jeden Fall, um zurückzukommen. Und nehmen wir noch das Ding mit. Dann müssen wir das D-System abgehandelt haben. Außer mal. Anflug.
Umlaufbahn, genau. Klensaal. Klensaal verfügt über eine dünne Atmosphäre aus Kohlenstoffdioxid und Ethan. Die ersten geologischen Erhebungen wurden von Batterianern durchgeführt und gingen von reichen Mineralvorkommen aus. Die Minengesellschaften der Menschen investierten Milliarden Credits zur Erkundung dieses weit entfernten Systems und trieben Testsonden in die Oberfläche, um die Planeten für die Menschen zu beanspruchen. Es zeigte sich aber, dass Klensaal nur durchschnittliche Mineralvorkommen bietet, die kaum die Anstrengungen und Investitionen wert sind. Das kleine mexikanische Unternehmen Merida Industria trieb sich selbst beim Wettrennen um seine ersten extrasolaren Minenunternehmungen in den Ruin. Anschließende Untersuchungen ergaben, dass die batterianische Crew ihre Untersuchungen bewusst gefälscht hatte, um die menschlichen Konkurrenten zu riesigen Fehlinvestitionen zu verleiten. Diese Vorgehensweise gilt zwar als ethisch verwerflich, aber dennoch nicht ausdrücklich illegal. Die batterianische Regierung drückt ihr Bedauern über die Aktion einiger fehlgeleiteter Patrioten aus. Auf dem Planeten finden sich bis heute noch einige verlassene Minenbasen, die Kriminelle als sporadische Treffpunkte dienen. Das kommt mir sehr bekannt vor. Ich glaube, das haben wir schon im ersten Teil oder im zweiten Teil schon mal gelesen. Aber ist egal, hab ich es doppelt gelesen, ist nicht so schlimm. Plopp. Nehmen wir diesen Kriegsaktivposten mit, der was ist. Bergen. Credits einfach. Okay, na gut, nehme ich mit. So, jetzt müssen wir die gesamten Kriegsaktivposten genau haben wir. Sehr, sehr schön. Das heißt, wir können zurückfliegen nach... ins Hauptsystem auf jeden Fall. Hier. Antaios. So. Ja, ich komme hin. Sehr gut. Plopp. Hervorragend. Lass mich raten, hier habe ich kein Treibstoffdepot direkt. Okay. Es wird gefährlich. Guck mal hier ganz kurz noch. Nee. Gut. Hau mal ab. Massenportalsprung. Uiuiui. Ganz schön viel Reaper-Aktivität mittlerweile. Guckt euch das mal an, wie viele das mittlerweile sind. Ich nehme mal, irgendwann wird die ganze Karte voll sein damit. Ich bin sehr gespannt, wie das weiterlaufen wird. Ich werde jetzt mal ganz kurz auf den Zitadelle gehen müssen oder fliegen müssen. Weil ich habe das Gefühl, dass ich unbedingt mit, unbedingt mit Liara auf der Citadel reden muss. Und ich glaube, ich sollte auch mal Miranda ans Terminal holen. Ich bin mir nicht sicher, aber das ist jetzt natürlich einfach so eine Eingebung von mir, die ich vielleicht mal irgendwo gelesen habe. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis gleich.